Die FPÖ will jetzt ja gerade das Rauchverbot wieder abschaffen. Wir sind jetzt gerade in der Thorberger Innenstadt und fragen mal die Leute, was sie davon haben. Sie haben vielleicht gehört, dass die FPÖ zurzeit das Rauchverbot abschaffen will. Was haben Sie da davor, beziehungsweise sind Sie für oder gegen eine Abschaffung? Ich finde, dass in den letzten Jahren zu oft das gewechselt worden ist. Das muss eine klare Bestimmung geben. Ich als Restaurantbesitzer finde es nicht Rauchen gut, weil es beim Ersten, ich bin selber Raucher, beim Ersten brauche ich es nicht unbedingt. Ich bin fürs Nichtrauchen in den Restaurants. In den Bars, Diskotheken muss das jeder selber entscheiden. Man kann eh nichts machen dagegen. Ob sie es lassen oder nicht, das bringt eh nichts. Sind Sie also für eine Abschaffung oder dagegen? Ich rauche nicht, aber ob Sie jetzt im Bars rauchen oder nicht rauchen, ich rauche, ist egal. In der Restaurants ist es fein, wenn Sie nicht rauchen, aber in der Bars ist es egal. Also mir ist es relativ egal, ob man in einem Lokal rauchen darf oder nicht. Wenn ich erster Gang bin, ich auch lieber im Nichtraucherabteil und gang danach irgendwo eine rauchen. Also nur Missstimmung in der Bevölkerung. Ich selber rauche nicht, aber wenn jemand bei mir zu Besuch ist, akzeptiere ich, dass er raucht. Also ich bin Ex-Raucher, aber ich sage jetzt im Restaurant, weil ich sage, muss es nicht unbedingt ziehen, wenn man zum Ersten geht und so. In der Bar bin ich eigentlich dafür, obwohl ich nicht rauche bin, dass man wieder rauchen darf, weil doch immer die Gruppendynamik auseinandergerissen wird. Weil immer der eine rausgeht, der nächste rausgeht und irgendwie hat man nie die Gemeinsamkeit in der Freundschaft, wo man halt die Schwätze kann, weil immer wieder einer abhauen muss. Ich finde, das Rauchen gehört einfach zur Gesellschaft dazu, oder? Und ich finde einfach, wenn man schon in den Gasthäusern rauchen darf, soll man wenigstens Husten, beheizte Raucher-Dinge machen, oder? Raucher-Häusle oder so. Als Lokalbesitzer, ich bin dafür, dass die Gäste aussuchen können, ob Raucher oder Nichtraucher. Jeder soll selber entscheiden, ob er als Nichtraucher sitzt oder in ein Raucherlokal geht.